Guten Morgen, ihr Lieben. Schaut mal, Dinkelkäppchen. Köstlich. Mal wieder nach langer Zeit. Ich dachte, ich mache einfach mal wieder ein Dinkelkäppchen-Video. Es ist mal wieder soweit. Und ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid gut in eurer Mitte. Ich hoffe, ihr seid gut bei euch. Ja, ich habe euch ein kleines bisschen vermisst. Ich habe die letzte Zeit sehr, sehr viel Stress gehabt, positiven Stress, viel um die Ohren, viel getan, viel gemacht. Ihr wisst, ich bin ja jemand, der nicht auf irgendetwas wartet, sondern jemand, der die Dinge anpackt und einfach schaut, dass er sich so gut wie möglich auf alle Eventualitäten vorbereitet, ja, geistig, mental und natürlich auch mit allem, was so drumherum ist. Ich hoffe, ihr tut das auch. Schwingung hochhalten, ja. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber seitdem gestern CERN hochgefahren wurde, angeblich, ja. Also angeblich wurde gestern CERN hochgefahren. Sie hatten ja so ein paar Schwierigkeiten. Wir wissen alle nichts, ja. Aber seitdem die da gestern rumexperimentiert haben, habe ich irgendwie das Gefühl, meine Energie ist sowas von auf dem Oberlevel. Ich könnte Bäume ausreißen, ja. Es ist wirklich erstaunlich. Also der Kreativität ist aktuell überhaupt gar keine Grenze gesetzt. Und ich weiß gar nicht, oder vielmehr auch meine Umgebung weiß gar nicht, wie sie mich noch stoppen soll. Ich bin kaum noch zu stoppen. Ich hoffe, euch geht's genauso. Wenn ihr einen kreativen Anfall habt, ihr Lieben, nutzt den. Und nutzt den ohne Angst. Ja? Das ist nämlich der beste Tipp, den ich euch für diese Zeit geben kann. Ihr wisst ja, wir werden überschwemmt mit Nachrichten, mit Informationen. Wir wissen überhaupt gar nicht mehr, was ist überhaupt Fakt? War überhaupt irgendwann mal irgendetwas Fakt? Wir wissen es nicht. Ja, wir können es nur vermuten. Und von daher ist meine Regel für diese Zeit, die mich wirklich viel gelehrt hat, ich, mein Kosmos, meine Wahrnehmung, meine Welt, ich ignoriere, was da draußen passiert. Ich krieg immer wieder Nachrichten von euch, in denen ihr mir schreibt, ja, Sarah, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Was sollen wir noch machen? Wir sind ohne Energie und wir sind fertig mit den Nerven und es ist alles so schrecklich und es wird alles so furchtbar und es wird. Ihr Lieben, dass ihr ohne Energie seid, das ist gewollt. Auch hier auf Telegram schlagen sich die Menschen ihre Themen um die Ohren, ja, und wissen gar nicht mehr, wie sie eigentlich noch zurande kommen sollen. Und was passiert? Was in der Zukunft passiert? Was im Herbst passiert? Was nächstes Jahr passiert? Was bis 2030 passiert? Ihr Lieben, das wussten wir noch nie. Wir wussten es noch nie. Mit Sicherheit konnten wir planen. Ja, planen war immer möglich. Planen ist jetzt etwas schwieriger, das gebe ich zu. Aber deswegen ist es umso wichtiger, einfach mal im Moment zu bleiben. Einfach mal den Moment zu genießen. Einfach mal, das ist ja auch das Schöne an dieser Sache, dass wir aktuell nur den Moment haben und uns. Ja, die Welt um uns herum ist immer kleiner geworden die letzten 2 Jahre. Viele Menschen haben sich freiwillig verabschiedet. Viele Aufgaben, die wir hatten, haben sich verändert. Sei es die Arbeit, sei es unsere privaten Freizeitaktivitäten, alles hat sich verändert. Und das Schöne an diesen Zeiten ist, dass wir jetzt einfach mal nur wieder Zeit mit uns haben. Das Problem ist, dass die meisten Menschen eigentlich überfordert sind, wenn sie Zeit mit sich selber haben. Wenn sie sich mit sich selber beschäftigen müssen, dürfen, beschäftigen dürfen. Das ist eigentlich ein Privileg und für die meisten Menschen ist es aber eine unglaubliche Aufgabe. Ja, deswegen macht man sich im Außen zu, deswegen kreiert man sich irgendwelche Dinge, die einen wunderbar ablenken, ja. Ob der Kleine jetzt nicht lernen will, die Große das und das nicht isst, ob die Kinder dies und das und jenes tun, ob der Ex-Mann, der Jetzt-Mann, der zukünftige Mann in irgendeiner Weise am Rad drehen, man weiß es nicht. Das macht uns alles kirre und das ist genauso geplant von unserem Unterbewusstsein, dass es ablenken soll eigentlich davon, uns mit uns selber zu beschäftigen in diesen Zeiten. Ja, also ich höre rundherum um mich herum eigentlich immer nur Leute im Stress. Für mich waren die letzten 2 Jahre ein Geschenk. Ein Geschenk. Ich habe in meinem ganzen Leben, in meiner ganzen Zeit, in der ich gearbeitet habe, als Sängerin unterwegs war, eigentlich immer Angst gehabt, dass irgendjemand irgendwas in irgendeinem Schmierblatt schlecht über mich schreiben könnte.
Ja, ich habe immer unter einem unglaublichen Leistungsdruck gestanden. Ja, war immer unglaublich besorgt um meinen Ruf. Ja, der gute Ruf. Mittlerweile, ihr Lieben, ist mein Ruf sowas von ruiniert, ja, dass ich einfach so frei bin wie noch nie zuvor. Denn das ist es, was passiert. Sobald man gegen den Strom schwimmt und sobald man sich da freischaufelt, ist man auf einmal auf weiter Flur komplett frei von allem, was einem am Bein gehangen hat. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich frei. Das bedeutet Freiheit. Für mich waren die letzten 2 Jahre, wie gesagt, ein Segen. Ja, ein unglaublicher Zugewinn. Ich konnte das ablegen, was ich nicht mehr brauchte. Ich habe mir die Dinge einfach manifestiert, die ich wollte. Und habe eins wieder begriffen. Ja, nicht zuletzt auch dank Herrn Harari. Noah Harari, ja. Der Laufbursche des World Economic Forum. Ja. Wir haben einen freien Willen. Wir haben diesen freien Willen. Und ich glaube ja ganz fest daran, dass es die Aufgabe von diesem Herrn Harari in diesen Zeiten ist. Das ist ja mein ganz spezieller Freund. Ja, den habe ich ja unwahrscheinlich gefressen. Dass es aber die Aufgabe ist von diesem Herrn Harari, die Menschen daran zu erinnern, dass sie einen freien Willen haben. Dass sie ein Schöpferwesen sind. Dass es sich jetzt zu kämpfen lohnt. Dass es etwas gibt, worum es sich zu kämpfen lohnt. Liebevoll, aber vehement und latent. Das ist ganz wichtig in diesen Zeiten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein gesamtes Aufgabengebiet der letzten 2 Jahre hat sich komplett geändert. Mein ganzes Leben hat sich geändert. Mein Freundeskreis hat sich geändert. Und ich habe immer gedacht, um Gottes Willen, es entkleidet mir alles und ich kann es nicht aufhalten. Aber es ist gut, dass ich das nicht aufhalten konnte. Denn es hat mir Türen geöffnet. Türen, von denen ich vorher noch keine Ahnung hatte. Und das ist es eben. Die Menschen, die jetzt versuchen, an dem festzuhalten, was sie haben, und die Menschen, die jetzt an diesem 3D-Leben festhalten, ja, und weiter in der Matrix bleiben wollen, das sind die Menschen, die alles verlieren. Und alle anderen, die Dinge für möglich halten, die ihre Möglichkeiten als unbegrenzt sehen, für die tun sich alle Türen auf. Und es ist eure eigene Entscheidung, wie ihr das hier alles erleben wollt. Ihr könnt es im Drama erleben. Ja, das absolute Drama, das und das ist passiert und die Kinder drehen am Rad und der Mann dreht am Rad und der ist geimpft und der ist ja, es ist egal. Es ist egal. Ihr könnt das im Drama erleben oder ihr könnt es beobachten und als das betrachten, was es ist. Eine Schule. Eine Schule. Es ist ein Privileg, jetzt in dieser Zeit hierher inkarniert zu sein. Die Leute fragen mich immer, warum gehst du nicht weg? Warum gehst du nicht irgendwo anders hin? Warum fliehst du nicht aus Europa? Warum? Leute, ich gehe deswegen nirgendwo anders hin, weil die Schöpfung wollte, dass ich hier an diesen Ort inkarniere, zu dieser Zeit. Und das ist doch etwas Wunderbares. Die Schöpfung hat mich hierher gesetzt, weil ich eine Aufgabe habe. Ich habe eine Aufgabe. Und die lebe ich. Die lebe ich. Warum ich Energie habe? Warum ich das Leben trotzdem liebe? Weil das Leben mich liebt. Weil die Schöpfung mich liebt. Weil ich nah an allem bin. Weil dadurch, dass die letzten drei Jahre passiert ist, sich mir eine ganz neue Welt eröffnet hat, eine ganz neue Sicht auf die Welt. Ich habe gestern Abend hier bei mir auf der Terrasse gesessen und habe gedacht, schau an, es ist wie eine Kulisse. Die Kulisse der Bavaria Filmstudios. Hier bei dir im Garten. Es ist wie eine Kulisse. Und du kannst immer mehr erkennen, wie der Vorhang fällt. Er fällt. Und es ist nicht der Vorhang, der für die anderen fallen muss. Ja, der und der muss wach werden und der und die müssen alle noch erwachen. Nee. Es ist nicht der 3D-Vorhang, der jetzt auf einmal so für alle fallen muss, sondern es ist der eigene persönliche Vorhang, die eigene Maske, die man immer getragen hat, sein ganzes Leben. Ja, die eigene Illusion, die man jahrelang aufrechterhalten hat.
die darf fallen. Und wenn die weg ist, dann seid ihr unsichtbar für die da draußen. Sie nehmen euch nicht mehr wahr. Mich fragt keiner, ob ich geimpft bin. Ja? Mich fragt auch keiner, ob ich für oder gegen diese Maßnahmen bin. Mich macht da keiner doof an, weil ich das einfach ausstrahle. Ich bin. Und das ist das Wichtige. Ich bin. Darum geht es. Ihr seid. Du bist. Du bist Teil der Schöpfung. Du bist Teil des großen Ganzen. Ja? Du kannst jeden Tag neu entscheiden. Es gibt so viele Milliarden Menschen auf der Welt, die alle nicht dein Leben führen, die alle andere Leben führen. Das heißt, man kann auf viele zig verschiedene Milliarden Weisen Leben führen. Warum verharrst du also, sofern du es noch tust, in deinen alten Strukturen, in deiner Angst? Ihr Lieben, wenn morgen alles rum ist, wenn mir morgen der Himmel auf den Kopf fällt, wenn morgen der Polsprung kommt oder irgendetwas passiert, irgendein Marburg-Virus, an das ich nicht glaube, dann war es trotzdem heute geil. Wenn mir morgen einer das Licht ausschaltet und den Lebensfaden abschneidet, dann war es heute trotzdem noch geil. Es war geil. Ich war da. Ich war dabei. Ich hab's gesehen. Ich hab meinen Augen nicht getraut, aber ich hab's gesehen. Und ich hab's verstanden. Ich habe es verstanden. Und das allererste, ihr Lieben, was ich mache, wenn ich da oben ankomme und von meinem Schöpfer stehe, ist ganz klar und deutlich zu sagen: Danke. Danke für diese große Gelegenheit, hier dabei sein zu dürfen, zu sehen dürfen, verstehen zu dürfen. Danke, Schöpfer, dass du mich geführt hast. Das ist alles, worum es geht. Jeder, der uns in diesen Zeiten begegnet, ist immer Schüler und Lehrer zugleich. Jeder. Deswegen habe ich auch keinen Groll. Ich hege keinen Groll. Olaf Scholz? Auch nur ein Lehrer und ein Schüler. Ein Lehrer für mich, dass man so und so nicht macht. Ein Schüler, der dabei ist, hier zu lernen, viele Fehler macht und begreifen darf, erfahren darf. Mich interessieren die Politikdarsteller nicht. Mich interessiert das alles nicht. Das alles ist ein großes Schauspiel. Alles ist ein großes Schauspiel. Alle Welt. Im Prinzip ist die ganze Welt, und das wissen wir, eine große Firma. Ich bin nicht Teil dieser Firma. Ich habe diese Firma weder gegründet, noch habe ich Interesse, mich in irgendeiner Weise an ihr zu beteiligen. Sie ist vielmehr für mich eine Sekte. Eine Sekte, in die wir hineingeboren werden und aus der es sich gilt, heraus zu entwickeln. Es sind sektenartige Strukturen, die uns halten und die uns Probleme machen, wenn wir uns nicht fügen. Ich bin kein Freund von Sekten. Ich bin Freund der Insekten, aber nicht von Sekten. Ich bin Freund der Schöpfung. Das ist meine Religion. Das ist es, was ich weiß. Ich habe keinen Glauben. Ich habe Wissen. Ich weiß um die Schöpfung. Ich trage dieses Wissen in mir. Ich war so oft da. Ich war so oft da. Jetzt bin ich schon wieder hier. Ihr Lieben, ich war so oft da. Jeder von uns war so oft da. Jeder von uns ist so oft gestorben. Und wir haben es immer überlebt. Immer. Wir haben es immer überlebt. Deswegen macht euch keine Sorgen. Haltet die Frequenz hoch. Ganz wichtig. Auch ich habe nicht immer gute Tage. Ja? Das liegt aber eher an meinem Frausein. Ja? So ein bisschen hormonell bedingt, dass man manchmal so ein bisschen am Rad dreht. Aber das ist ja auch was Schönes. Auch daraus lernen wir. Und was ihr unbedingt euch mal anschauen solltet, ist der Mangel. Der Mangel in euch drin. Ja, an was mangelt es mir,
Warum habe ich das Gefühl, das Leben meint es nicht gut mit mir? Warum ich? Was fehlt mir? Wo kommt das her? Und kann man das nicht auflösen? Der Mangel ist etwas, das bekommen wir ja schon mitgegeben. Das ist uns in der Epigenetik festgeschrieben. Unsere Vorfahren, die andauernd im Mangel waren, Mangel hier, Mangel da, ja, die Süße des Lebens hat komplett gefehlt. Das ist auch der Grund, warum sich dieser Mangel auch in der jetzigen Generation auch auf physischer Ebene so manifestiert hat. In der Diabetes zum Beispiel. Ja, in der Diabetes hat sich dieser Mangel manifestiert auf der körperlichen Ebene. Die Krankheit unserer Zeit. Ja? Der personifizierte Mangel. Arbeitet daran, bearbeitet eure Themen. Geht in die Meditation, verbindet euch nach oben. Ich habe ein Thema, bin sauer auf den Nachbarn. Wo kommt das her? Warum bin ich sauer auf den Nachbarn? Er hat im Prinzip nur etwas in euch getriggert. Ich habe mit einem Geimpften gesprochen, der hat mich auf die Palme gebracht. Warum ist das so? Warum bringt ihr euch auf die Palme? Was triggert das in euch? Was ist das für ein Thema, was ich da mit dem habe? Was ist das? Das ist dein Thema. Es ist nicht seins. Und wenn jeder, ihr Lieben, gut an seinen Themen arbeiten würde, wenn jeder gut bei sich wäre, und da sind wir wieder beim Anfangsthema, die Zeit, die man mit sich selber verbringt, wenn jeder Zeit mit sich selber verbringen würde und sich das selber gönnen würde, dann wäre an alle gedacht. Und dann wäre das hier, dieser ganze Scheißdreck, der uns gar nicht interessieren sollte, der wäre nicht möglich. Denkt mal drüber nach, ihr Lieben. Ich mache mir jetzt einen geilen Tag. Und ihr so? Küsschen.